Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich wieder einen kleinen Haul für euch. Ich habe wieder ein paar Produkte eingekauft. Die haben sich hier wieder so ein bisschen zusammengesammelt. Ich wollte sie einmal in ein Video verpacken und ich würde sagen, damit das nicht allzu lange dauert, legen wir auch gleich los mit den ersten Produkten, die ich neu gekauft habe. Viel Spaß beim Video! Und zwar geht's los mit dem ersten Produkt. Da fehlt schon einer. Und zwar sind das von DM kleine Augenbrauenformer bzw. Rasierer. Wie ihr wisst, habe ich ganz, ganz große Probleme mit meinen Augenbrauen. Und ich habe mir beim letzten Mal gedacht, ich hole mir einfach mal Rasierer, um mal zu gucken, bevor ich jetzt zu viel wegzupfe. Zupfen ist ja immer so eine Sache. Dachte ich, probiere es erstmal mit dem Rasieren, mal irgendwie eine andere Form da rein zu bekommen. Und ich muss sagen, es hat für mich ganz gut funktioniert. Ich finde, es ist ein Unterschied zu den Augenbrauen wie bisher. Also ihr könnt es mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr das genauso seht. Ich bin im Moment mit meinen Augenbrauen sehr zufrieden. Auf jeden Fall mehr als vorher. Und ja, also mit diesen Rasierern hat mir das richtig gut gefallen, mir da eine neue kleine Form reinzubringen. Diese haben halt so eine ganz, ganz kleine Klinge und damit kann man eben ganz gut in allen möglichen Ecken von den Augenbrauen rankommen. Und ich habe mich bis jetzt auch zum Glück nicht damit verletzt. Also die finde ich richtig gut, die kann ich gut empfehlen, wenn jemand seine Augenbrauen mal rasieren möchte. So die Form ändern, erstmal vielleicht zum Ausprobieren. Dann habe ich als nächstes mir eine neue Spülung gekauft. Und zwar von Balea. Und zwar ist es diese Blondspülung. Moorblondspülung. Für naturblondes und blondiertes Haar. Das ist mit Keratin und Sonnenblumenöl. Ich habe sie schon ausprobiert. Also ich habe sie jetzt zweimal benutzt. Und ich fand es bis jetzt nicht so toll. Also sie hat mich noch nicht umgehauen. Die Haare waren jetzt nicht irgendwie... ja, dass ich sie besser ausbürsten kann nach dem Waschen. Also für mich ist es ganz wichtig, dass eine Spülung, ich gebe sie mir ja nur unten in die Haarlängen, nicht oben am Ansatz, weil es so schnell nachfettet sonst. Aber in den Haarlängen gebe ich mir immer eine Spülung ein und ich erwarte einfach von der Spülung oder von einer Haarkur, egal, dass ich nach dem Waschen meine Haare vernünftig gut durchkämmen kann und nicht rumreißen muss an meinen Haaren mit der Bürste, dass ich da diese ganzen Verfilzungen und diese Knoten rausbekomme. Also das nervt mich tierisch. Und ich habe ja mein Haaröl von L'Oreal, das liebe ich. Ohne das wäre ich, glaube ich, aufgeschmissen, weil das benutze ich so gut wie jedes Mal nach dem Haarewaschen, weil ich einfach selten eine Spülung finde, die das tut, was ich möchte. Ich hatte jetzt als letztes eine leer gemacht von Schauma, diese pinke mit irgendwas mit Blumen. Ich habe leider die Verpackung nicht mehr, aber im nächsten Aufgebraucht-Video werde ich euch das dann nochmal mit einblenden. Die fand ich super. Da konnte ich meine Haare nach dem Waschen gut auskämmen, ohne noch Haaröl oder sowas zu benutzen. Also, naja, wir probieren das mal weiter. Vielleicht ändert sich meine Meinung noch. Also, ich teste sie auf jeden Fall weiter. Bis jetzt jedenfalls hat sie mich noch nicht überzeugt. Dann brauchte mein Mann wieder ein neues Duschgel. Da haben wir zwei Stück geholt von Nivea. Die waren im Angebot. Ich weiß jetzt nur nicht, von wo ich die mitgenommen habe. Einmal Power Fresh und Deep Active Clean. Die Nivea Duschgels riechen immer sehr gut, sehr maskulin, schön frisch. Und ja, da kann ich nicht so viel mehr zu sagen, ne? Dann habe ich noch zwei Produkte für meinen Mann. Einmal von Rexona, ein neues Deo. Und zwar ist es das Sport Cool. Ich finde die Rexona Deos, egal ob für Mann oder Frau, finde ich immer super. Die halten wirklich den ganzen Tag, ohne dass man riecht. Sie sind angenehm auf der Haut, sie brennen nicht, sie färben nicht irgendwie die Klamotten ein. Manchmal hat man das ja auch, dass wenn man sich ein Deo raufsprüht und was Dunkles anhat, dass es dann so weiß ist, diese Pulverrückstände, das hat man bei denen nicht. Und Rexona ist immer super. Und ein neues Shampoo brauchte er von Schauma. Da nehme ich ganz gerne für ihn dieses 4-Man-Shampoo, einfach für jeden Tag, eben für seine paar Haare auf dem Kopf.
da zum Waschen muss jetzt nichts Besonderes sein. Dann brauchte ich ein neues Haarspray. Ich habe gedacht, ich probiere mal ein neues aus. Und zwar ist es von Guard, ein Volumen-Haarspray. Volumen und Fülle, Stärke 4 mit Magnolienextrakt. Ich bin gespannt, wie das ist. Ich hatte noch kein Haarspray von Guard. Einmal hoffe ich, dass es angenehm riecht, weil oftmals stinken Haarsprays auch. Ich weiß gar nicht, ich hatte einmal eins. Oh, ich weiß nicht mehr, welches das war. Boah, das hat so gestunken. Das war so ekelig. Aber ich weiß leider nicht mehr, welches das war. Naja, ich probiere das mal aus und werde euch auf jeden Fall davon berichten, wie das so war. Dann brauchte ich ein neues Hygienespray. Das nehme ich immer für die Toilette, wenn ich die Toilette sauber mache oder so. Oder zwischendurch einfach mal eben für die Klobrille alles schön einsprühen. Hygienespray desinfizieren von VivaSept. Ich bin ja froh, dass ich endlich wieder eins bekommen habe, dass es die wieder zu kaufen gibt und nicht alle in eine Tour ausverkauft sind. Wir benutzen das auch gerne für Fußraspeln oder so. Einfach immer mal einsprühen. Wenn man das benutzt hat, wirkt in 30 Sekunden auch gegen Noroviren. Also diese Desinfektionssprays sind bei mir einfach nicht wegzudenken, was auch die häusliche Hygiene angeht. Gerade für die Toilette finde ich das ganz, ganz wichtig. Eine neue Handcreme brauchten wir. Und zwar habe ich jetzt von Lidl eine mitgenommen, von dieser Marke Sien. Ganz normale Handcreme, Feuchtigkeitspflege mit natürlicher Kamille, Schutz und Pflege für normale Haut. Ich finde die Cien-Handcremes völlig in Ordnung. Ich hatte beim letzten Mal eine leer gemacht, diese Q10-Handcreme. Die fand ich auch vollkommen in Ordnung für das Geld. Da ist viel drin, 125 Milliliter. Und die riechen auch immer sehr angenehm. Ziehen schnell ein, was ich auch immer ganz wichtig finde. Ich mag das nicht, wenn ich so lange Creme auf der Hände habe, wenn ich die eingecremt habe und man muss erstmal 10 Minuten warten, bevor man irgendwas wieder anfassen kann. Das mag ich nicht und darum, die sind ganz gut von Lidl, die Handcremes. Die ziehen schnell ein und die pflegen gut und darum habe ich die wieder mitgenommen. Dann habe ich wasserfeste Mascara und ich habe einen Augen-Make-up-Entferner, der nicht wasserfeste Mascara entfernt oder wasserfestes Make-up. Darum habe ich mir einmal extra was dafür geholt. Und zwar sind das von Balea diese Mieszellen Augen-Make-up-Entferner-Pads. Die sind ölhaltig, extra für wasserfestes Make-up. Ganz ehrlich, Leute, ich habe es ausprobiert. Ich bin am Reiben, Reiben, Reiben. Ich nehme die Wimpern zwischen dieses Tuch. Ich bekomme diese wasserfeste Mascara einfach nicht ab. Habt ihr einen Tipp, mit welchem Augen-Make-up-Entferner ich meine wasserfeste Mascara abbekomme? Ich kriege die Krise. Ich möchte gerne meine Mascara benutzen und es nervt mich, dass ich erstmal jedes Mal dann so viel rumreiben muss an meinen Augen, dass denn dieses Öl in die Augen geht und ich kriege diese wasserfeste Mascara trotzdem nicht ab. Und dann hat man die Wimpern noch, die fallen womöglich noch mit aus, weil man dann so viel rubbelt und reibt und knüttelt, keine Ahnung. Also ich bin wirklich, das nervt mich einfach so ein bisschen. Vielleicht habt ihr da mal einen Tipp für mich oder eine Empfehlung. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, ein Produkt, mit dem ich meine Mascara abbekomme, die wasserfest ist, damit ich sie endlich mal wieder benutzen kann. Wirklich, das nervt mich. Also die habe ich jetzt einmal benutzt und ich fand sie nicht toll. Also nein. Leider schon durchgefallen. Ein Tuch benutzt und war nichts. Dann habe ich bei der lieben Beauty Over Age Astrid, die schaue ich mir im Moment total gerne an. Ich finde ihre Videos echt super. Die macht das total toll. Die ist total sympathisch. Und sie hat eine Empfehlung gehabt von Catrice. Und zwar ist das hier dieses Produkt. Das hat sie so gelobt und sie ist sowas von mega begeistert von diesem Produkt. Und ich dachte,
ich nehme es einfach mal mit. Ich probiere es selber gerne mal aus. Und zwar ist es ein Primer. Ein 10-in-1 Primer soll das sein. Und zwar kann der, also quasi, ist ein Primer. Also das ist ein All-in-One-Produkt für jeden Tag. Multi-perfektionierender Glow Primer, der vor Umwelteinflüssen und vorzeitiger Hautalterung schützt. Grundierung, feuchtigkeitsspendend, Antifalten, natürliches Strahlen, Schutz vor Umwelteinflüssen, Antioxidantien, Poren minimierend, Hautton ausgleichend, weichzeichnend und ein UV-Schutz von SPF 15. Ich bin wirklich gespannt, ob das bei mir auch so gut funktioniert wie bei der lieben Astrid. Die schwärmt da ja so von. 30 Milliliter sind enthalten und ich glaube 5,45 Euro oder so hat dieses Produkt gekostet. Also wirklich nicht teuer und dafür probiere ich das wirklich sehr gerne mal aus und werde euch berichten. Ich bin sehr gespannt. Dann durften auch jetzt nochmal zum Sommer zwei neue Nagellacke mit. Und zwar von Essence. Sind das diese beiden Farben. Einmal so ein ganz helles Rosa. So ein Weißrosa. Und ein etwas mehr Aprikot-Rosa. Rosé-Aprikot. Shine, Last and Go. Und achso, die Farben habe ich hier Millennial Pink 04 und das ist Sweetest Candy, die 05. Long Lasting Nail Polish. Ich probiere die sehr gerne mal aus. Ich hatte jetzt letztens einen drauf gehabt von Essence und die halten ja echt super. Ich finde diese Essence Nagellacke echt toll. Die blättern nicht ab und ich hoffe, dass die jetzt genauso sind, weil von diesen neuen Nagellacken habe ich noch gar keinen. Und da bin ich wirklich gespannt. Und ob die auch gleichdeckend sind oder ob ich mehrere Schichten brauche. Ich probiere sie jedenfalls bald mal aus und dann werde ich euch davon mal berichten. Als nächstes habe ich zwei Produkte im Ausverkauf mitgenommen. Und zwar sind das hier einmal eine Detangler-Bürste. Und zwar ist das hier von diesen Germany's Next Topmodel. Ich weiß nicht, war das... Ich habe davon mal in der Werbung gehört. Das ist jetzt hier eine Detangler-Bürste. Die sollten ja vorher 10 Euro, glaube ich, kosten. Und für 10 Euro hätte ich es mir niemals gekauft. Weiß ich nicht, dafür habe ich es jetzt nicht eingesehen. Aber die waren im Angebot, ich glaube, für 4 Euro. Und da habe ich jetzt einfach das mitgenommen. Das ist hier einmal so eine schöne schwarze Bürste mit diesem Handgriff. Das finde ich echt super. Kann man gut festhalten. Sie ist matt schwarz. Und ja, die Bürsten sind auch so unterschiedlich von den Höhen her. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich bin gespannt, wie die ist. Ich probiere sie sehr gerne mal aus. Ja, sie hat flexible Borsten in drei Längen. Liegt optimal in der Hand, stimmt auch und sie ist ideal für unterwegs. Also für unterwegs würde ich sie jetzt nicht nehmen, sie ist hier für mich für zu Hause. Und für unterwegs habe ich eine kleine Bürste in der Handtasche. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie die so ist. Und dann durften noch einmal, auch von dem gleichen, auch von Germany's Next Topmodel, diese Abschminkpads. Ich hatte euch in meinem vorletzten Video, glaube ich, davon erzählt oder von in meinem Aufgebrauch-Video, dass ich meinen Wattepads-Konsum ein bisschen reduzieren möchte. Und ich habe mir dann jetzt hier diese Abschminkpads gekauft. Die sollten auch vorher 10 Euro kosten, waren auch ebenso wie die Bürste für 4 Euro. Und zwar sind da drei solche Pads drin. Die sind total schön weich, angenehm, lassen sich gut anfassen. Und ich würde sie jetzt auf jeden Fall erstmal einmal durchwaschen und dann sehr gerne mal ausprobieren. Also da bin ich echt gespannt, wie die funktionieren und ob sie funktionieren. Sie haben auch zwei verschiedene Seiten. Einmal eine weiße und eine beige. Hat das irgendwas zu sagen? Na, auf jeden Fall entfernen die Make-up nur mit Wasser. Man braucht sie nur mit Wasser nass machen. Nee, also da steht jetzt nichts, dass die Seiten unterschiedlich sind. Ist wahrscheinlich einfach nur eine optische Sache, keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz wichtig, nicht mit Weichspüler waschen.
diese ganzen Mikrofaserprodukte soll man ja nicht mit Weichspüler waschen, weil die sonst diesen ganzen Schmutz nicht mehr so aufnehmen können und festhalten können in ihren Fasern. Und ja, die probiere ich auf jeden Fall gerne mal aus und berichte euch, wie sie waren. Dann ein letztes kleines Mini-Produkt, das wurde mir von MAC zugeschickt, und zwar eine kleine Mascara. Die habe ich in meinem letzten Video auch benutzt, die trage ich auch heute. Ich finde die so ganz schön, sie kommt in so einer kleinen Mini-Tube. Die Bürste gefällt mir sehr gut, ich mag ja diese Gummibürsten. Allerdings ist da für mich wirklich sehr, sehr wenig Produkt drin. Also ich glaube, man kann die zweimal benutzen und dann ist die leer. Ich hatte ja einmal von Lancôme so eine kleine Probe. Ich weiß gar nicht, wie viel sollen hier drin sein, steht hier nicht drauf. Oh, die hat ja lange gehalten, wirklich. Und die habe ich jeden Tag benutzt. Und ja, ich musste auch, glaube ich, 2-3 Mal wieder reingehen in dieses kleine Fläschchen. Also mit einem Tusch komme ich da nicht hin. Auf jeden Fall, für das Augen-Make-up muss man da bestimmt schon alleine 2-3 Mal wieder eintunken in die Tube, damit man das komplett fertig bekommt. So mit einem Tusch ist da nichts. Man muss es ein bisschen aufbauen. Ja, ist mal eine ganz nette Idee, wirklich zum Ausprobieren. So an sich finde ich das Ergebnis ganz schön. Könnt ihr euch gerne einmal sonst in meinem letzten Video, wenn ihr da einmal reinschaut, da habe ich die Mascara aufgetragen. Und ja, ihr Lieben, das waren die Produkte, die ich jetzt in letzter Zeit eingekauft habe. Es hat sich doch wieder so ein bisschen was angesammelt. Und auf jeden Fall sehr interessante Produkte für mich dabei, die ich sehr gerne austesten möchte. Und ja, das war's für mich heute. Ich bin soweit durch mit den Produkten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, da sind ein paar interessante Produkte auch dabei. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt mir alle gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.